Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Spartanern. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten jetzt hier die Thysergeten weiter ausspionieren. Ich will wissen, wie sich hier die Steppenhorde verhält. Im Grunde sind das ja meine Feinde, glaube ich, oder? Nein, sie sind nicht mehr meine Feinde. Super, finde ich sehr gut. So, und... Okay, die Volkare wollen wir sowieso töten. Eigentlich sind alle bis auf Ascum schon ausgeschaltet, unsere Feinde. Das finde ich super. Das werden wir auch weiter verfolgen, dass wir die alle jagen. Okay, so, Telefassa. Du wolltest hier rübergehen und dir diese Region Belz mal angucken. Scheint nichts weiter zu sein. Können wir irgendwie rein in den Wald? Ich möchte einfach nur mal wissen, was sich hier hinter verbirgt. In Tour. Ach, Rebellen. Okay. Berenike. Okay, was machst du denn hier? Du spionierst weiter, das wissen wir. Du gehst jetzt mal Trevor rum, kennen wir schon. Gehst du mal hier rein in die Alpen. So, die Goldene Armada. Die wird fortgebildet. Also die Gretula scheint tot zu sein, dann gehen wir mal hier mit doppelter Geschwindigkeit rüber. Müssen wir hier hinten die ganzen Spanier ausschalten. So. Wieder geht's mal auf gewöhnliche Geschwindigkeiten. Die greifen jetzt hinten Neu-Karthago an. Okay. Ja, das ist eine sehr eindeutige Sache hier. Machen wir das mal automatisch und dann... Ist das hier auch fertig? Es tut mir leid, dass so viele Folgen, also viele Schlachten automatisch sind, aber... Ich mache nicht gern Schlachten, nur um sie zu gewinnen. Es ist, macht mir nicht Spaß, und es geht ja darum, Spaß zu haben in dem Spiel. Und naja, das finde ich halt immer sehr schade manchmal. So, Frieden. -20% Strafe, endliche ordentliche lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Machen wir mal Frieden mehr. Frieden ist eine gute Funktion. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Die hat 20. Die Armada hatten schon. Herkules-Schar. Equatana. Okay, du musst jetzt mal hier hinten bitte ausschalten. Diese persische Armee hier. Okay, die Faust des Zeus. Kennen wir ja schon. Was macht die denn? Die wartet hier erstmal noch weiter. Die Donnerschläge des Zeus. Muss auch warten. Die Brüder des Xenophon müssen sich jetzt unsere Region zurückholen. Ab nach Talosa. So, werden sie ausschalten. Zack. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier noch keine Schiffe irgendwie weiter einreißen. So, besetzt einfach mal. Haben sie aber. Super, habt ihr fein gemacht. So, und auch den immer abreißen. Ah ne, hier wollten wir umbauen in Poseidon. Hier wollten wir umbauen in Nymphen. Hier bauen wir jetzt mal... Bauen wir noch nicht. So, machen wir später. Gut, Dr. Bibut haben wir schon bewegt. Dann die 300. Die steht erst mal festgewurzelt hier rum. Oh, der Biss der Basilisten kann abgegradet werden. Das sollten wir nutzen, solange es nur geht. So, und die auch noch hier. Ups, nein, das war zu viel. Arabische Söldner-Speerkämpfer. Hallo, komm los. Hallo? Geht doch. Okay. Warte mal. So, Persepolis haben wir hier. Ne, wir wollten die von da drüben hinschicken. So, Perikles Stolz. Bleibt hier. Die Söhne des Ares, die sollten weitergehen. Und sich um Amozia kümmern. Okay, machen wir einfach mal Vorsitzende. Nein, wir machen das jetzt automatisch. Das Ding ist sowieso sicher. Weg sind sie. Was kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt? So. Wollen wir dich mal aufleveln? Heiterkeit. Können wir nicht erhöhen.
Geben wir dir mal General. So. Wer waren es jetzt? Die Söhne des Ares. Jetzt kommen die Boten des Tantos. Die mussten sich auch noch weiter bewegen. Und ich will euch jetzt schon auf Wasser verschiffen, denn ich möchte über den Nil rein. Nach unten bis Diospolis. Und dann, okay, wenn ich bei Ägypten einmal kurz drauf marschiere, ist auch nicht so schlimm. Na gut. Okay. Warum machst du jetzt nicht weiter? Weil du nicht willst. Gut, verstehe. Aber ich lasse hier rausgehen. Im Land. Kann ich nicht. Blöd. Gelaufen. Schade. Mach ich das eben hier hinten. Lass ich sie hier raus. Aber ich kann sie auch bis hierhin schicken. Danach laufe ich weiter. Ach, egal. Egal, was ich tue. Ich muss durch Ägypten durch. Na gut. Habe ich halt Pech gehabt. Oder sie haben ein bisschen gesagt, Pech gehabt. So, gucken wir mal auf Provinzen. Arabia Magna wollten wir nicht machen. Wir wollen jetzt zuerst die Provinz Syrien machen. So. Okay, die brauchen wir hier ein Häfchen. So. Schön Hafen. Thrakia. Können wir den Hafen auch aufbessern? Kriegen ein bisschen mehr Geld rein. Italia hat genug Nahrung, wie ich sehe. Der Besuch, der bringt mir was. So, okay. Inspirativ. Mesopotamien, wie sieht's hier aus? Die lassen wir so, wie sie ist. Nabatea lassen wir auch, wie sie ist. Jetzt haben sie auch genug Eigennahrung, finde ich gut. Was, die macht schon wieder Minus? Finde ich gar nicht gut. Achso, macht das schon die ganze Zeit über. Mauretanien. Ihr braucht hier eindeutig einen Heiligen Hain. So. Okay, Afrika bitte. Sieht zwar gut aus, aber wir können hier mal einen Handelshafen bauen. In Tapsus, dann sind wir auch glücklich. So, Karaginensis. Ist auch soweit zufriedenstellend. Gehen wir auf Asia. Kann ich mich nicht beschweren. Libyen. Ist auch okay. Arabia Magna ist okay. Persis ist okay. Persis müssen was tun gegen Zufriedenheit. Oh, wie sehr. Und wir gucken mal, wie viel. 17, das gefällt mir nicht. Instabilität der Provinz. Wollen wir dem mal entgegenarbeiten? Bauen hier mal gleichzeitig auch ein Schrein des Poseidon. Das bringt eine Menge. So, Hella. Ist zufriedenstellend. Viel mehr kann ich hier nicht machen. Kilikien. Okay. Galatia und Kappadokia ist zufriedenstellend. In Makedonien. Zufriedenstellend. Bei Tika. Macht schon. Fessan. Können wir so lassen. Arabia Felix. Da passiert gerade gar nichts. Dann bauen wir meinen Tempel des Ares raus. Und dann soll das gehen. Gut, Ägyptus. Das ist zufriedenstellend. Okay. Tarkonensis. Ist bei 0. Da müsste auch bald wieder steigen. So, wollen wir mal Bithynia et Pontus gucken, sieht gut aus. Aquitanien, bauen wir einfach mal einen richtigen Hafen hier, so. Komm mal, einen Handelshafen, wir handeln ja gerne. Medien, kann ich mich gar nicht beschweren. Ach, wir sind pleite, gut. Das ist schön zu wissen. Haben wir nicht auf das Geld geguckt. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Dann wollen wir mal die Runde wenden. Schreiten mal voran. Oh, ich weiß gerade nicht, in welchem Jahr wir uns eigentlich befinden. Das wäre mal interessant zu wissen. Okay, da helfen wir den Ägyptern. Da sind wir mal so frei. Okay, machen wir automatisch. Da brauchen wir jetzt nichts großartig machen. Dann ist Askum hier auch weg und endlich nerven sie mich nicht mehr. Da kann ich vielleicht mit einer Flotte durchreisen, um dort anzugreifen. So. Wir versklaven die alle mal. Wir sind böse. Oh mein Gott! Was ist denn da los? War eben drei neue Flotten gespawnt, oder wie? Ach du meine Güte. Das war jetzt sehr überraschend. Fraktion tritt Krieg bei. Dausi gegen Gereaya. Ja. Okay.
Okay, Rang erhöhen. Rebellion in Iol. Schifffortschritte, super. Sortieren. Mission erfolgreich. 37.000 haben wir da bekommen. Das ist auch super. Okay. Juba, Rebellion bevorstehend. Britannien. Nochmal 30.000, super. Von drei Siegbedingungen. Ach, hier gibt es jetzt schon zwei Rebellionen. Im Grunde. Na gut. Okay. Wie machen wir weiter? Gucken wir uns erstmal an Stammeskonföderationen. Atrebaten gehören jetzt zur Gallischen Konföderation. Feindliche Flotte. Ich wollte sie zurück. Feindliche Flotte zieht sich zurück. Baubericht. Aufgebrachte Bevölkerung können wir alles schon. Unzufrieden auch. So, den kennen wir. Den kennen wir. Den kennen wir. Den auch. Eine Fraktion steigt auf. Partien steigt wieder auf. Ui. Wir finden uns ja unmittelbar in ihrer Provinz. Deswegen, ja. Das ist ja schön zu wissen. Okay, machen wir mal wieder mit unseren Spionen weiter. Du darfst weiter rumspionieren. So, gehst du jetzt hier rüber. Ich schneide es ja ohne Ende, ey. Hier hinten. Telfassa, wie sieht es mal mit dir aus? So, ich möchte einfach wissen, wie das hier aussieht, weil es ist ja irgendwie so wie totes Land. Berenike. Sekuana. Okay, die Atrebaten sind irgendwo in der Gallischen Konföderation beigetreten. Da hinten ist die. Die Goldene Armada bildet sich weiter fort. Super. Okay, mit dir gehen wir jetzt weiter auf die Macht Skandamius zu und mit dir in Gewaltmarsch in Richtung dieser einen Region, denn die möchte ich auch unbedingt haben. Jetzt gucken wir uns mal unsere neuen Ziele an. Unbezwungen. Füllt eine von drei Siegbedingungen. Oh. Wir haben das letzte Kapitel erreicht. Okay. Gut. Zwei Siegbedingungen erfüllen wir schon. Die letzte müssen wir noch. Es sind noch ganze 55 Regionen, die wir uns holen müssen. Wir befinden uns im Jahr 163 vor Christus. Wir haben ungefähr noch 150 Jahre. Etwas mehr sogar. Soweit ich weiß, bis 50 nach Christus, glaube ich, geht es. Soll das alles gut klappen. So, die Ziegelei wird mir später eine Menge bringen. Wir können schon Ziegelbahnerei Stufe 3 bauen. Das bringt uns immer eine Menge Schotter. Okay. So, greifen wir an. So, wenn weg sind die brennenden Falkatas. Ich will jetzt eigentlich erstmal meine ganzen restlichen Feinde hier vernichten. So, gucken wir mal Diplomatie rein. So, die Getula sind noch da, die müssen wir noch ausschalten. Okay. Geraya. Ascum und Arevaki. Ascum sind wir schon dabei. Arevaki auch. Getula und Geraya auch noch. Und dann haben wir es geschafft, endlich. So, gucken wir mal weiter. Die Goldene Armada hatten wir schon. Zorn des Poseidon hatten wir. Herkules Schar fehlt uns noch. Und auch hier können wir alle Einheiten fortbilden, was ich sehr gut finde. Ich glaube, wir werden in den ganzen persischen Raum weiter vordringen. Und auch hier dort mehr Regionen dazu holen. Sobald wir alle unsere Feinde vernichtet haben, weil ich möchte das ein bisschen übersichtlicher machen. Was sind es überhaupt? Pikeniere sind es. Okay. Und was machen wir? Wir gehen auf ausgeglichene Stellung und dann sind sie weg. Wie wir sehen. Wir werden sie freilassen. Okay, und... Na, hallo? Geht auch. Gewaltmarsch, dann kommen wir wieder zurück nach Ekbatana.
So, die Donnerschläge des Zeus können doch nicht mehr weg hier. Die Brüder des Xenophon müssen doch noch erstmal hier bleiben. Dr. Bierbut will ich zurückschicken. Die Mauretanien weiter für die Saison. Aber erstmal vernichten wir die getulische Flotte. Wenn sie schon mal hier ist, vernichten wir sie mal schnell. Dann müssen die Getule auch schon weg sein. Jetzt ist, glaube ich, das Letzte, was mich noch nervt, die Geraya aufzusammeln. Weil ich immer nicht weiß, wo die sich alle sammeln. Naja. Ein bisschen geringeres Problem. So, behalten wir uns mal hier irgendwo in der Region auf. Fällt auf, hier könnte ich mich jemanden gebrauchen. Gut. Bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Die 300 ist aufgelevelt, finde ich gut. Der General. Dann leveln wir die mal ein bisschen auf. Der Biss der Basilisken. Okay, sieht gut aus. Wir müssen auch hier mal langsam Flotten bauen, dass wir hier ein bisschen uns wehren können. Ich glaube, das machen wir mal. Streitmatt aufstellen. Königliche Familie. Nee, machen wir nicht. Flotte aufstellen. Angriffshexera. So, haben wir jetzt zumindest mal eine Flotte hier. Okay. Schiss, was hatten wir schon? Die Xenophon hatten wir auch schon. Okay, die hatten wir auch schon. Wir waren jetzt bei Perikles Stolz. Und da ist dann Nikomedes aufgelevelt. Oh, Rohling. Ich muss töten, also töte ich. Okay, Attentat, Gemetzel plus 6. Uiui. Die Sünde des Ares. Wie sieht's denn hier mit euch aus? Jetzt haben wir wie viele Armeen? 2 Stück, das sollte reichen. Die schicken wir nach Pura. Dann haben wir mehr Reichweite. Okay. Gut. Wir hatten jetzt noch die Boten des Thanatos. Und die müssen jetzt in den Nil rein. Damit wir jetzt hier vorankommen. Zuerst mal das wirklich effektiv im Fluss nutzen, um da lang zu segeln. Machen wir sonst gar nicht so oft. Okay, gehen wir erstmal nach oben wieder. Ab nach Syrien. Okay, hier ist alles zufriedenstellend. Thrakien, alles zufriedenstellend? Nein, hier können wir noch was bauen. Bauen wir mal was Wirtschaftliches, also ein Getreidemarkt. Okay, Italia ist dran. Italia ist zufriedenstellend, aber wir können hier trotzdem auf Nahrung bauen, fällt mir auf. Können es aber auch sein lassen. Bauen wir den auf Nahrung und reißen den hier mal ab. Mesopotamien ist zufriedenstellend. Nabatea. Also, bessert sich das eigentlich hier noch mit Mesopotamien? Nee, das Plünder muss immer noch weg hier. Nabatea, so, wie sieht's hier aus? Da kann ich mich nicht beklagen. Magna Graeca kann ich mich auch nicht beklagen. Mauretanien, hier müssen wir neue Sachen bauen. Um einen geweihten Boden. Und wir bauen mal hier ein Musterungsfeld. Afrika, wie sieht's hier aus? Zufrieden. Karthaginensis ist auch okay. Asia kennen wir schon. Libyen ist zufriedenstellend. Arabia Magna ist zufriedenstellend. Persis, wie sieht's hier aus? Bauen wir einfach mal ein paar loyalistische Dörfer raus. Hella ist auch okay, aber wir bauen hier mal ein Odeon raus. Eventuell sollte uns das helfen, ein bisschen mehr Zufriedenheit reinzubringen. So, Kilikien. Galatia, Kappadokia, Makedonien. Okay, Verarmung beginnt damit öffentlich, also offensichtlich. Aber auch massig Geld. Baetica. Bauen wir hier mal ein Amphitheater, oder? Ne, die haben Nahrungsmittelprobleme. Müssen wir so eine Herberge bauen? Ach ne, wir scheißen drauf. So, wir machen jetzt hier ein Amphitheater, machen auf Zufriedenheit. Okay, Fessan. Kann sich nie beschweren, Fessan war immer gut zufrieden. So, Arabia Felix ist auch okay, aber wir können hier noch ein besseres Odeon bauen, aber machen wir nicht. Ägyptus ist endlich grün, super, habt ihr fein gemacht.
Okay, Tarkonensis. Bauen wir hier mal einen neuen Hafen. Und zwar einen Handelshafen. Und hier bauen wir mal einen Schrein der Athena. Können wir ein bisschen zur Forschung betreiben. An sich ist ja alles zufrieden hier. So, Aquitania. So, zufrieden. Medien. Ist okay. Aber hier können wir bauen. Bauen wir mal auf Herberge. Schrein der Athene. Und hellenistische Polis. So. Sardinia et Corsica. Können wir so lassen. Lusitania. Bauen wir mal. Gehöft. Die bauen wir dem mal um. Gedrosien. Uhu. Unterirdisches Aquädukt. Bauen wir das mal. Hat man noch nie gebaut. So, Kamanien. Muss jetzt eine Menge wieder umbauen. Wie ich sehe. Alles, was wir mal eins abgerissen haben, muss man jetzt alles wieder neu bauen. Aber okay, Provinzia, wie sieht's hier aus? Hier muss der hellenistische Weiler hin. Mit Olivenöl. Gut. Dann ist das erstmal fertiggestellt. Dann können wir auch schon die nächste Runde begrüßen, oder? Ja. Gucken wir uns mal vorher wirklich alles an, ein bisschen. Ja, eigentlich schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Runde rein. So, ein Nicht-Angriffspakt mit Pontus. Ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. So. Seht ihr denn nicht? Gemeinsam wären... Okay, machen wir mal so. Eure Annahme wird meinem Volk groß. Das Schutzbündnis bringt mir jetzt insofern viel, dass ich noch mehr Regionen geschenkt bekomme, die ich für meine Erfüllung meiner Missionsziele bringe. Brauche. Dadurch spare ich dringend Zeit. Gold, das großzügig gegeben und dankbar angenommen wird, ist für alle Beteiligten ein Segen. So sagen es die Knochen. Okay. Jetzt haben wir den noch ein Schutzbündnis. Jetzt brauche ich die auch gar nicht, das anzugreifen. Finde ich gut. Die sind mir sowieso zu klein, um da wirklich meine Armeen zu verschenken. Jetzt kann ich meine Armeen besser strukturieren, denn jetzt gehört mir Spanien komplett. Das ist komplett unter meinem Einfluss. Bis aufs Letzte. Oh, eine Rebellenarmee. Ausrichtungsstellung. So, und jetzt schalte den hier endlich mal aus. Die sind fast komplett weg. Pyrrhus Sieg. Alles okay. Und wir haben mal alle versklaven. Super. Schön gemacht. Okay, ein edler Tod. Nehmen wir mal QS. Bevölkerungsüberschuss in Magna Graeca. Okay. Tingis, Rebellion. Burdigala. Rebellion. Aristonus. Hier tot. Euripides. Held. Natürlicher Tod. Okay, schade. Rebellion bevorstehen. Mauretanien. Kamanien. So, okay. Kennen wir. Krieg erklärt. Keltiki Arevaki. Baubericht. Eigenschaft. Mark Barbaren. Heißt Ausländer willkommen. Okay, das kann die so auch nicht. Jetzt. Dum, 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 dum. Okay. Gut, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hier war doch irgendwie mal eine Armee. Tja, genau, diese Flotte kann ich nicht angreifen. Aber es sollte bald soweit sein. Okay, gucken wir mal. Gehen wir erstmal weiter mit unserem Plan durch. Bewegen wir mal unseren Spion. Endlich. Ach ne, noch nicht. Ich dachte, wir können jetzt endlich das Geheimnis erblicken, was sich dort versteckt. So, gehen wir hier rüber. Aber jetzt können wir erblicken, was sich hier hinter versteckt. Nämlich ein Hauch von gar nichts. Wie ich es erwartet habe. Aber man guckt trotzdem mal rein, einfach mal um zu wissen, vielleicht könnte hier irgendwie ein Easter Egg sein oder so. Gut, Berenike, du gehst mal hier rüber. So, die goldene Armada. Die ist auch soweit, okay.
Schicke dich mal doppelter Geschwindigkeit hier rüber. Und du räumst mir jetzt hier bitte eine Flotte nach der nächsten ab. So, greifen wir hier an. Okay, da werden die verrecken, da will ich jetzt nicht hingehen. Ich will mich auch verrecken, so. Ich möchte jetzt mir sämtliche Flotten von denen zerstören. Hab mich keinen Bock, nochmal Stress mit denen zu haben. Ja, du darfst jetzt alle hier töten. Super, hier gibt es gleich zwei neue Aufsteigungen. So, schreckliche Piraten. Oh, seid ihr böse Menschen. Gut, was haben wir hier? Piratenjäger. Okay. Hier gehen wir mal auf Kommandant. Super. Und zwar ein Söldnerschiff mit. Kann nicht schaden. So. Wird jetzt ausgeschaltet. Aber ich find's gut, dass das Spiel endlich mal richtig flüssig läuft. Haben sie endlich hinbekommen. Finde ich sehr gut. So, alle töten bitte. Gehst wieder rein. Und ich führe mal in die Nähe. Soweit ich weiß, haben sie jetzt nur drei Schiffe. Dann sind die Arawaki tot. Gucken wir uns noch weiter alles an hier. Die Arawaki müssen weg. Die Geraya und Ascom. Ascom kümmern wir uns ja schon. Und guck mal kurz, wie weit sieht es denn eigentlich mit unseren Zielen aus? Die wir hier haben. Aktuelle Anzahl 85. 80, 18. Ich brauche anscheinend ein Militärbündnis mit einem, mit den Ponten. Okay. Vielleicht kann ich mir das irgendwie noch holen. Ich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und geistreichen Witz zu hören. Die sind ja anscheinend ziemlich geldgeil. So, machen wir das mal so. Ich muss annehmen. Okay, soll mir gefallen. Die scheinen mich zu mögen. Willkommen. Gut. Willkommen. Bieten wir dir mal Handelsabkommen an. Schade, dass ihr abgelehnt habt. Okay, so. Gucken wir uns mal an. Wir müssten jetzt unsere Ziele weiter nach vorn gebracht haben. 97 haben wir jetzt schon. Dann sieht man mal, wir haben ganze 14 Stück. Nee, 14 nicht. 12, ne, dazu bekommen. Das ist super. Denn jetzt sind wir wesentlich näher am Ziel dran, ne? Und Portus ist sowieso ein guter Verbündeter. Jetzt hier haben. Okay. Und ich sehe so gerade auf die Uhr. Wir machen alles hier weiter im nächsten Part. Ich werde mich nämlich erstmal von euch wieder verabschieden und sage ciao, bis zum nächsten Mal.